In diesem Video geht es um die Einstimmung von Kleinkindern auf die Flugreise. Viele Eltern machen sich Gedanken, wie sie ihre Lieben auf dieses Abenteuer vorbereiten können, damit die Reise für alle möglichst angenehm verlaufen kann. Hier findest du ein paar Tipps dafür. Die Kinder schauen so gerne Bilderbücher an. Warum denn nicht eines mit Reisen anlegen? Personen und Objekte wie in einem Wimmelbuch suchen. Das gleiche Spiel könnt ihr dann auch am Flughafen machen, um wieder die Aufmerksamkeit eures Kindes zu bekommen. Oh. Unsere Kinder tragen ihre kleinen Rucksäcke so gerne. Während der Reise gibt es dort Snacks, die Trinkflasche, ihr Lieblingsbuch und ein Spielzeug zu finden. Diese Rucksäcke hängen in unserem Vorzimmer. Ab und zu spielen wir, als ob wir irgendwohin wegfahren würden. Man kann dann auch beobachten, was euer Kind am liebsten mitnehmen würde. Falls eure Kinder den Sommerurlaub mit euch schon erlebt haben, ist es sicher schön, das zu Hause einmal nachzuspielen. Die Sonnenbrillen, der Sonnenhut und die gute Stimmung ist schon da. Man erweckt so die Vorfreude auf das Wegfliegen. Und der Alltag wird dann übrigens auch besonderer. Ich glaube, es wäre schwer, ein Kind zu finden, das keine Höhlen und Häuser bauen mag. Ein großer Koffer ist auch gut für solche Spiele geeignet. Der Koffer wird dann mit etwas Positivem assoziiert und bedeutet ein Stück zu Hause auf Reisen. Ihr habt sicher schon bemerkt, wie gerne Kinder etwas herumschieben bzw. herumfahren. Die Trolleys können auch eine ideale Beschäftigung sein. Die Kinder werden euch dann nämlich beim Reisen wirklich helfen wollen. Nicht zuletzt ist es interessant, mit Flugzeugen zu spielen. Auch da hat die Fantasie viel Freiraum. Aus unserer Erfahrung kann ich sagen, dass die Kinder den Flughafen und die Flugzeuge mit großem Interesse erkunden. Dabei ist es am wichtigsten, wie sich die Eltern dabei fühlen. Denn die Kinder spüren alles und es wird ihnen sicher leichter fallen, entspannter zu sein, wenn auch die Eltern ruhig sind. Ich und sicher auch andere Eltern würden sich freuen, wenn auch ihr eure Reisetipps teilen könntet. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos.